Hey Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, wir spielen wieder Pikuniku. Gott, ich kann diesen Namen einfach immer noch nicht. Ich hoffe, ich spreche ihn die ganze Zeit richtig aus, weil der Satz wäre ein bisschen blöd. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben und ich habe die Eiersatzketten von der Vogelmutter und dann war die Vogelmutter sehr böse, weil ihre Vögel weggeflogen sind und jetzt haben wir als Aufgabe, ihre Vögelchen wiederzufinden. Erstens, erster Vogel. Hallo! Deine Mutter will dich sehen. Warum? Gut, wir hatten in letzter Zeit keine enge Bindung. Aber ich brauche Zeit, um mich selbst zu finden. Na schön, ich fliege zu ihr. Wir sehen uns dort. Ich finde den zweiten ja. Wir müssen den zweiten Vogel finden. Ich gehe erstmal nach rechts hier so. Die Kamera. Na komm, fahr rüber. Oh. Hauptaufgabe, erkunde die Welt. Das ist schlecht. Weil das heißt, ich bin aus dem Ding rausgelaufen, wo ich die Vögel finden muss. Hauptaufgabe, erkunde die Welt. Habe ich jetzt, dadurch, dass ich hier rausgelaufen bin, die Vögelaufgabe gecancelt? Wäre ein bisschen doof. Ich gehe mal kurz hoch zu den Vögeln und gucke, ob die Aufgabe noch drin ist. Hier ist schon wieder so eine Kamera. Oh, hallo, was geht ab? Deine Mutter sucht dich. Also ich glaube, ihr habt einen zweiten Vogel gefunden und ich habe die Aufgabe nicht gecancelt. Aber... Ups. Warum kann ich nicht schon mein eigenes Leben führen? Naja, ich sollte wohl abschwören. Kehre zu Muttervogel zurück. Gott. Machen wir das mal, wenn das Spiel das sagt. Meine Kinder sind wieder zu Hause. Gern geschehen. Danke, dass du sie zurückgebracht hast. Aber kein Dank dafür, dass sie deinetwegen überhaupt verschwunden waren. Versprichst du, keine Eier mehr kaputt zu machen, die dir nicht gehören? Gut. Nimm das. Ich habe versucht, es zu essen, aber ich habe es nicht runtergekriegt. Hoffe, du findest eine Verwendung dafür. Ah. Okay. Ui. Ich weiß auch genau, was ich mit dem Apfel mache. So, weil ich habe jetzt nämlich noch die anderen beiden Äpfel gefunden. Dann können wir ja mal gucken, was hier abgeht. Und da ja anscheinend die Hauptaufgabe hier nur noch ist, erkunde die Welt. Können wir die jetzt einfach mal hier reintun. Schicke Animation. Mal gucken, was wir da jetzt freigeschaltet haben. Die Musik ist eine andere. Und habe als Hauptaufgabe, die Welt zu erkunden und gucken wir mal, was der Frosch hast. Wie bist du hierher gekommen? Falls es dir zu schwierig wird, kann ich dir hier jederzeit rausbringen. Aber Vorsicht, wenn du je zurückkommst, musst du von vorne beginnen. Soll ich dich jetzt teleportieren? Nein. Kein Problem. Dann viel Glück da draußen. Drücke X in der Luft, um einen Haken festzuhalten. Okay. Ah, wahrscheinlich muss ich mich von so Haken zu Haken springen. Okay. Okay, ich check's.
Ah! Oh nein! Okay. Ich habe gerade das, ich finde das Spiel dran irgendwie so ein Mario-Charakter. Nein! Alter, mein Controller! Er geht mir gerade richtig auf den Sack. Mein. Ach. Halleluja. Okay, das ist jetzt echt schon heavy von. Hey, ich wusste es. Hier ist so ein Bild von diesem Sunshine-Typen. Wieder ein Trettfelsen. Oh mein Gott, ich dachte gerade, ich fliege davor. Was willst du, Frosch? Okay, mal gucken, was der Frosch zu sagen hat. Wie bist du hierher gekommen? Okay. Der Frosch will mich teleportieren. Okay. Was ist das hier oben? Hä? Ah! Okay. Okay, wenn ich hier vorne dran springe, dann kickt mich das Ding davor. Ja, ist in Ordnung. Interesting. Und das hier swappt sozusagen die Richtungen. Nur, ich habe keine Ahnung, inwiefern. Ah, okay, das kriege ich raus. Das heißt, ich muss wahrscheinlich irgendwie einer dieser Kugeln. Darüber kriegen. Ach, komm so ran. Alter, kann nicht so schwer sein. Der ist ja wollo. So. Das heißt, das erste ist jetzt drin, ne? Und entweder stelle ich mich einfach jetzt auf den zweiten drauf und. Ja, ich muss da irgendwas drauf tun. Wahrscheinlich. Und wahrscheinlich ist die Rätsel. Ist die Lösung dieses Rätsels dafür. Die Kugel da oben drauf zu tun. Und anschließend einfach nur sie da rein zu kicken, sodass sie da landet. Achso, falsch. Ich muss ja vor den Button. Oh Gott, nein, jetzt habe ich sie wieder davor gelegt. Okay, bleibt da jetzt liegen. Okay, ja, genau so. Ich würde sagen, ich mache einfach mal einen kurzen Cut, bis ich die Kugel da drüben habe. Jawoll! Ah!
Leute, ich hab's geschafft. I did it. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber... Gratis Geld. Oh, das war richtig anstrengend. So, jetzt ist hoffentlich auch hier das offen. So, der Frosch, der mich wieder teleportieren möchte. Oder? Ja, ja. Nein. Nein, ich will immer noch nicht teleportiert werden. So. Das ist ja so ein Boosterfeld. Nee, warte mal, das ist irgendwie nicht das, was ich suche, habe ich das Gefühl. Also diese Boosterfelder würde ich jetzt einfach nur da oben dran geboostet werden, wahrscheinlich. Jetzt ist die Frage... Wie oder was muss ich jetzt machen? Ich kann jetzt die Kiste natürlich dorthin schieben. Ah, da oben. Okay, also immer wo diese Zacken sind, das kann ich ja merken für später, ist irgendwas Secret-mäßiges dahinter. Na, komm. Okay, Walljumps gehen nicht. Bestienmaske! Lol! So, hier bin ich wieder. Ich habe die Bestienmaske, dann können wir jetzt wieder hochgehen. Okay. Und was kann ich jetzt... Warte mal, wie sehe ich jetzt aus? Mit der Bestienmaske? Anscheinend so. Ich mach das mal lieber wieder weg, weil nicht, dass ich gleich die Dorfbewohner... Ja. Nicht, dass die Dorfbewohner das nicht so feiern. Wenn ich jetzt die Bestienmaske aufsetze. So, apropos Bestienmaske. Wir können jetzt auch mal in den Shop gehen. Und dieses Bestienplüschtier kaufen. So. Möchtest du dieses Plüschtier kaufen? Ja, sehr schön. Vielen Dank. So, habe ich das jetzt auch in meinem Inventar? Kann ich das anziehen? Ah ja. Aber warum ist da so ein Fragezeichen? Ich check's nicht. Na gut. Nehmen wir es aber mit und gucken, was damit später passiert. Okay, erkunde die Welt. Erkunden wir die Welt einfach weiter und gucken mal, was hier noch so abgeht. Oh Gott. Mal gucken, wo die Wolke hinfährt. Kann ich hier drauf springen? Nein, kann ich nicht. Das heißt, wahrscheinlich wird einfach kein Weg daran vorbei, jetzt darüber zu gehen. Achso, ja, statt das ist die nutzlose Wolke. Warum auch immer. Gut, dann nehmen wir jetzt einfach... die Seilbahn und fahren mal rüber in die andere Welt und gucken jetzt, was dort abgeht. Oh, Geld. Hat nicht irgendwas, irgendwelche Vorteile durch diese Bestienmaske?
Alternate auf die X gedrückt. Achso, ja, dieses Hakenprinzip kennen wir ja schon. Okay, anscheinend bekommt das Spiel jetzt einen Jump-and-Run-Character. Okay. Ja, dann erkunden wir erstmal weiter auf dem Boden. Aber da kommen wir, wie wir sehen, jetzt hier nicht mehr weiter. Kann ich irgendwie mich hochmogeln? Schade. Okay. Treff ich? Gut, dann. Schwingen wir uns erstmal hier rüber. Ja, jetzt müssten wir hier unten ja diesen Stein haben, womit wir hier weiterkommen. Und dann können wir hier hochschauen. Und... Na? Ach man. Nee, komme ich erstmal noch nicht hoch, habe ich das Gefühl. Nee. Nee, da komme ich nicht hoch, leider. Dann können wir erstmal hier rein, weil hier sind wieder diese drei Zacken. Okay, da oben sind auch nochmal drei Zacken. Aber die Tür ist zu. Na. Lol. Was ist das? War das alles? Okay. Nein! Ah, it's Batman. Okay, komm. Ah. Junge. Ich will jetzt noch da hochklettern und gucken, was da abgeht. Die Mucke in der Welt ist auch geil. Okay. Ich weiß, ich habe da unten gerade eine Münze liegen gelassen, aber mir ist es gerade wichtiger, dass ich das hier schaffe. Anstatt die ganze Zeit erstmal diese Münzen zu sammeln. Okay. Okay. Nein! Ah, fuck, ey. Okay, ich sollte erstmal weitergehen und die Münzen erstmal nicht einsammeln, weil... Oder... Ich will sogar wissen, was da oben da drin ist. Hallo! Ich hab X gedrückt. Ich hab die falsche Taste gedrückt, Ginny. Wahrscheinlich eben auch schon. Oh, nee.
Okay, ich mache jetzt ein Wash. Außer ich komme einfach nicht da oben dran. Boah, das zackt gerade. So. Okay, droppen wir mal dran. Okay, da ist gratis Geld. Nein. Okay, das ist jetzt echt schon heavy. Okay. Ich habe so das Gefühl, da... Lol. Fährt eigentlich einer von diesen Wolken. Ich wollte gerade sagen. Wahrscheinlich fährt die obere auch und ich muss aber nur beide. Die obere fährt einfach nur in die Richtung. Okay. Akzeptiert. Okay, die müssen nur nicht mehr jetzt noch. Na, ja, komm. Ey, Mobbing. So. Aber. Jetzt hätte ich die beinahe verpasst. Das war's für heute. Wir sind erstmal schön weitergekommen heute in Pikuniku. Und jetzt irgendwo reingefallen, aber wo wir jetzt hier genau reingefallen sind, finden wir beim nächsten Mal raus. Okay, ich hab's jetzt rausgefunden. Ja. Gut. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Wenn sie euch nicht gefallen hat, ja, dann ein Dislike. Wenn ja, dann ein Like, würde ich mich sehr darüber freuen. Schreibt auch gerne einen Kommentar, wie euch die Videos gefallen. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao!